Hier habe ich mal den Inhalt meines Lichtkoffers auf dem Tisch ausgebreitet. Das ist eine Felony Bicolor, eine LED-Flächenleuchte, die sowohl Tageslicht als auch Kunstlicht abstrahlen kann und zwischen diesen beiden Dingen auch stufenlos regelbar ist. Natürlich lässt sie sich auch dimmen über dieses kleine externe Gerät hier, was an einem Kabel mit der Lampe verbunden ist. Das hat den Vorteil, man kann die Lampe sich von vorne anschauen, sieht eigentlich auch direkt das Lichtergebnis, weil man muss nicht hinter die Lampe gehen und von da regeln und dann wieder vorne an die Kamera. Dazu gibt es eine Plastikbox hier, damit kann man aus dem gerichteten Licht weiches Licht machen. Die Lampe hat einen Abstrahlwinkel von 15 Grad. Das nächste ist eine Dedo DLH4, also letzte Generation, hat 150 Watt und gibt gerichtetes Kunstlicht. Ich mache das mal hier auf. Wenn man das Tor aufmacht, sieht man hier vorne ist eine Linse. Also auch diese Lampe lässt sich wunderbar fokussieren und gibt ganz präzises Licht ab. Dazu nutze ich dann je nach Situation diese Scrims, um das Licht zu dimmen beispielsweise oder auch Verläufe zu machen. Es gibt ein Tutorial, da zeige ich das, dass, also wenn man eine Person ausleuchtet und man möchte auf den Haaren weniger Licht haben, dann kann man so einen Verlauf einsetzen oder diesen hier. Dazu gibt es einen dichromatischen Filter. Damit lässt sich aus dem Kunstlicht Tageslicht machen. Weiter nutze ich noch eine Lezilla. Das ist eine 8 Watt LED-Lampe. Die lässt sich fokussieren und auch in der Farbtemperatur über diesen Filter verändern. Zusätzlich hat sie noch eine Streuscheibe hier. Beide Lampen, die Lezilla und das Dedolight, sind stufenlos dimmbar. Für die Dedo habe ich noch einen Projektionsvorsatz. Das ist ein Linsensystem. Hier sieht man schon das eingesetzte Gobo. Ich habe dann immer eine kleine Auswahl an Gobos dabei. Damit kann man dann einfach den Hintergrund variieren und anders gestalten. Oder aber auch man kann so eine Blende einsetzen, um so eine klassische Spotbeleuchtung zu machen. Hier ist noch eine Rolle mit Folien. Ich benutze gerne ND-Folien vor dem Fenster, um das Tageslicht ein wenig abzuschwächen und so dem Kontrast und den Möglichkeiten der Lampen anzugleichen. Zu meiner Standardausrüstung gehört noch ein Reflektor hier, ein etwas größeres Modell. Da habe ich verschiedene Folien zu und auch Materialien, die man zum Beispiel auch für Durchlicht nehmen kann, um das Sonnenlicht etwas weicher zu gestalten. Das ist alles in allem so die Grundeinheit, mit der ich auf Dreh gehe. Natürlich kann man das immer noch erweitern und noch mehr mitnehmen. Aber diese kleine Ausrüstung hat den Vorteil, dass sie sehr kompakt ist und sich in einem etwas größeren Rucksack problemlos transportieren lässt.